Ein junger Mann ist während eines Saunabesuchs mit seiner Freundin unglücklich gestürzt. Das Team aus der Notaufnahme hat die Erstversorgung übernommen und ihn dann am Ärztin Viola Greve in die Chirurgie übergeben. So, Herr Nocken, wollen Sie mir einfach mal ganz grob erzählen, was passiert ist, dass ich mir ein besseres Bild davon machen kann? Ich bin in der Sauna ausgerutscht über so einen Schlappen. Yeah. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Nein, er ist über, also er ist gestolpert, ja, aber er hat schon geschwankt und gezittert und ist dann in das Becken gefallen. Also Ihnen war schwindelig. Nein, da war nichts. Hör doch auf zu lügen. Da war du musst doch nicht so schon sein. So, der Sie waren aber zusammen in der Sauna. Sie waren zu zweit heute da, ja. Ja. Ne, aber ich finde scheiße, dass er jetzt hier halt so einen auf starken Mann machen muss. Also das müssen Sie nicht. Ne? Wir sind hier im Krankenhaus und das ist völlig in Ordnung, wenn Sie zugeben, wenn Ihnen schwindelig war oder wenn Ihnen komisch geworden ist. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss, wenn einem in der Sauna mal ein bisschen komisch wird. Das ist ja auch eine hohe Hitzebelastung, eine Kreislaufbelastung. Ne, da ist nichts. Ich bin jetzt nur wegen dem Fuß hier und okay. Da ist eine Kleinigkeit. Das ist keine Kleinigkeit, wenn du schon am Schwanken warst. Ich würde mir erstmal am besten beruhigen Sie sich einfach mal kurz. Ich gucke mir die Bilder an, die Sie in der Notaufnahme ja schon gemacht haben. Und schau, was die Kollegen gesagt haben. Und dann würden wir das weitere Verfahren besprechen. Da müssen beide Unterlagen dabei sein, ne? Labor, ja, genau, das Labor ist auch da. Ich sehe gerade, im Labor ist nichts Auffälliges. Ihm wurde ja Blut abgenommen, ne? Da ist soweit nichts. Der hat auch einen Zugang hier links noch. Ja, ach, perfekt. Ne? Wunderbar, der liegt schon. Ja, aber ich sehe gerade. Ja, so. Hier haben wir das Röntgenbild und. Das Problem ist, Sie haben einen Sesambeinbruch. Das Sesambein, das ist ein ganz kleiner Knochen an Ihrer großen Zehe hier unten. Und da ist was abgesplittert. Das ist wahrscheinlich durch diesen Sturz in dieses Eisbecken passiert. Und das Problem ist, ich weiß nicht, ob man Ihnen das unten schon gesagt hat, das wird wohl operiert werden müssen. Also das muss man... So schlimm ist das doch gar nicht, oder? Ist doch nur blau. Ja, im Moment vielleicht schon. Das kann auch sein, dass Ihnen das gar nicht so wehtut. Das ist eigentlich nur ein ganz kleines Knöchelchen. Das Problem ist nur, die Sehne von Ihrem Fuß läuft genau über dieses kleine Knöchelchen. Und wenn das kleine Knöchelchen jetzt ab ist, dann ratscht die Sehne die ganze Zeit unten an Ihrem Fuß lang sozusagen. Mhm. Und im schlimmsten Fall kann das dann passieren, wenn Sie jetzt so immer weiter damit rumlaufen, dass Ihnen die Sehne irgendwann reißt. Wir werden das auf jeden Fall operieren müssen. Wir können das aber mit einer Lokalanästhesie machen. Das bedeutet, wir würden Sie dann unter dem Knie, unterhalb des Knies, das nennt sich Schenkelblock, betäuben, dann fühlen Sie unten am Fuß nichts mehr, also wirklich überhaupt nichts mehr, aber Sie sind dabei wach und... Okay, aber mir ist eine Vollnarkose lieber. Sie möchten ich will gar nichts merken, ich will einfach aber weg sein. Das ist doch angenehmer für deinen Körper, anstatt wenn du dich... Ja, es ist schon belastend dafür. Ich, wie ich merke, wie da rumgeschnibbelt wird und... Ja, das ja, gut, kann man ja verstehen, oder? Ja, ich will also... Vollnarkose. Das kann ich auch verstehen. Da lassen wir die Entscheidung auch im Endeffekt bei Ihnen. Weil das Wichtige ist auch, Sie müssen ruhig dabei sein. Und wenn Sie nicht entspannt sind, Sie müssen da ja schon eine halbe bis eine Stunde stillhalten, während wir da unten zugange sind. Und das möchte ich das Risiko auch nicht eingehen, dass Sie dann da total gestresst sind. Ich würde dann erstmal zum Anästhesisten gehen, mit denen ein Anästhesiegespräch vorbereiten. Der wird Sie dann auch nochmal darüber aufklären, wie die Vollnarkose abläuft. Und dann würden Sie mit dem Anästhesisten sprechen. Meine Kollegin wird Sie auf Ihr Zimmer bringen. Sie bekommen dann auch ein Zimmer hier. Und dann sehen wir uns im OP wieder, würde ich sagen. Ja? In Gut. Ordnung. Zu Beginn der Untersuchung hätten wir natürlich nicht ahnen können, dass der Grund, weswegen Herr Nocken ins Krankenhaus gekommen ist, sein großer Zeh, im Endeffekt sein kleinstes Problem sein sollte. Nach einem eingehenden Aufklärungsgespräch mit dem Anästhesisten steht einer Operation des Verkäufers nichts mehr im Wege. Bis Narkosearzt Dr. Börner plötzlich stutzig wird. Sie schlafen gleich einfach, kriegen Sie gar nichts mit. Denken Sie an was Schönes, dann träumen Sie vielleicht. Gucken Sie mir mal auf die Nase gerade. Haben Sie... Oh. Haben Sie das öfter? Was denn? Ja. Weißt du was davon? Können Sie mir mal gerade nochmal die Akte geben? Mal nochmal, wenn du auf die Nase guckst. Nee, also eigentlich ist nichts bekannt. Ich hatte extra vorher... Er hat einen Nystagmus. Das heißt, dass die Augäpfel in der Ruhe sakkadenartig, also so ruckartig nach unten gingen. Das ist sehr ungewöhnlich für einen jungen, gesunden Menschen ohne Vorerkrankung. Der Sache muss man halt dann mal nachgehen. Das Zittern der Augäpfel kann auf eine neurologische Erkrankung oder ein Herzleiden zurückzuführen sein. Ohne die genaue Ursache für die Symptome zu kennen, kann eine Narkose für den Patienten schwerwiegende Folgen haben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ist Ihnen schlecht? Haben Sie Kopfweh, irgendwas? Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, ja. Seit wann haben Sie denn Kopfschmerzen jetzt? Also pass auf, jetzt mal nochmal. Jetzt fangen wir nochmal von ganz vorne an.
Ne, Sie haben nichts angegeben. Sie haben gesagt, sind vollkommen gesund. Das mit den Augen kommt nicht von irgendwo her. Das, verstehen Sie? Jetzt. Das kann auch nicht der Stress sein. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen nachforschen, woher das kommen kann, wissen Sie? So, jetzt mal raus mit der Sprache. Haben Sie das öfter, diese Schwindelattacken? Wie war das in der Sauna? Sagen Sie es ehrlich. Das wäre jetzt relativ wichtig, bevor wir anfangen zu operieren. Ja, das ist eigentlich alles ganz normal. Ja. Pass mal auf. Weißt du was? Das bringt jetzt nichts. Die Vollnarkose brechen wir ab. Ich denke auch. So kann ich also mein Vorschlag. Wir prüfen das mal nach, warum das ist. Also ganz ehrlich, dass diese Augen. Normalerweise bewegen die sich nicht so ruckartig. Das ist bei Ihnen jetzt so. Das kann normal sein. Brauchen Sie jetzt erstmal keine Angst haben. Durch die Aufregung. Eher nicht durch die Aufregung. Das kann manchmal angeboren sein, aber wenn Sie sagen, das hatten Sie noch nie, normalerweise wissen die Leute das. Aber das kann auch was ganz anderes sein. Deswegen würden wir jetzt nicht eine Narkose machen und einfach da, wissen Sie, ins Blinde rein, nachher passiert irgendwas. Machen wir jetzt erstmal nicht. Das kann auch warten. Ob wir das jetzt morgen machen oder übermorgen oder jetzt, spielt für den Bruch da gar keine Rolle. Okay. Sollen wir das so machen? Kann man machen. Ja? Wie gesagt, ist nicht schlimm. Wir lassen es einfach nur mal abklären. Ne? Letztlich haben wir uns dann gegen die Operation entschieden, aus zwei einfachen Gründen. Zum ersten, es handelt sich um eine sogenannte elektive OP. Eine geplante OP, letztlich ist es egal, ob man sie heute, morgen oder übermorgen macht. Er verstirbt daran nicht. Zum zweiten, wollte er nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Das hat man auch gemerkt. Man sah, es ging ihm nicht gut, aber dann, na, was haben Sie? Na, eigentlich nicht. Aber man hat gesehen, er hat irgendwas. Und dann natürlich ausschlaggebend war dieser sogenannte Downbeat-Nystagmus, dass die Augen sarkadenartig ruckartig nach unten gingen in Ruhe. Das ist eigentlich ein Indiz für eine neurologische Erkrankung oder kann ein Indiz dafür sein. Bis nicht lückenlos aufgeklärt ist, worunter der Patient leidet, wird keine Operation unter Vollnarkose stattfinden. Die Freundin des Mannes mischt sich erneut ein und informiert die Ärztin über einen möglichen familiären Zusammenhang. Viola Greve hofft, dass Internistin Dr. Ella Brandt Licht ins Dunkel bringt. Ach, hallo, gut, dass Sie hier sind. Das ist Kollege Frau Dr. Brandt aus der Inneren. Hallo, genau. Dr. Brandt. Ihr Name ist Nocken? Nocken. Ich wurde von meiner chirurgischen Kollegin gebeten, nach einem Patienten zu gucken, der rätselhafte Schwindelanfälle hatte, wo es darum ging, rauszufinden, wo kommen die her. Blut war in Ordnung, das EKG habe ich geguckt, das war auch in Ordnung. Was ich dir noch sagen wollte, genau, die Freundin hatte gerade, da muss ich auch Sie noch mal fragen, Sie meinten ja, dass Ihr Onkel das auch schon mal hatte. Ich habe schon gedacht, als ob das vielleicht irgendwas Familiäres, Genetisches sein könnte. Das ist ja schon komisch. Also der hat auch solche Schwindelattacken und reagiert auf Hitze. Ja, auch öfters, ne? Also so wie ich das mitbekommen habe und auch vom Erzählen her hat er es halt öfters. Mhm. Ne? Und hatten Sie es schon mal vorher oder ist es jetzt erstmalig aufgetreten? Ja, erstmalig jetzt. Aber das mit den Kopfschmerzen ist schon länger. Mhm. Aber ich wollte das halt jetzt nicht zugeben. Ja, weil ich nicht als Weichheiler stelle. Ja, okay, Gott. Das ist aber ja was Gesundheitliches, ja. Da bist du ja kein Weichei. Kein falscher Stolz. Aber da müssen wir jetzt noch weitere Untersuchungen machen. Man muss eben gucken, ob da eine Herz-Kreislauf-Störung vorliegt. Es könnte aber auch irgendwas sein im Gehirn. Deswegen würde ich da gerne auf jeden Fall noch ein Langzeit-EKG, so nennt man das, machen. Eventuell ein Herzecho, tut alles nicht weh. Und auch ein bildgebendes Verfahren vom Schädel. Einfach, um mal zu gucken, ob da irgendetwas vorliegt. Ja? Wir müssen erstmal differenzieren, ist es Herz, ist es Gehirn. Es gibt auch manchmal, wenn Sie so sagen, dass es dem Onkel ähnlich ergeht wie Ihnen, kann auch mal eine genetische Veränderung vorliegen, die das bei mehreren der Familie auslöst. Haben Sie Geschwister? Nee. Okay. Gut. Also Langzeit-EKG, Herzecho und MRT, habe ich jetzt nicht verstanden. Und ich rufe eine Neuro an, weil das, die würde ich auch noch mal gerne drüber gucken lassen. Genau, die werden wir auf jeden Fall dazu ziehen. Gut, dann werde ich die Konsile fertig machen und dann schon alles und Ihnen dann drüber gucken. Ja? Also, schön, ein bisschen kooperieren, Herr Nocken. Hm? Als die Internistin mit ihrer Kollegin aus der Chirurgie am nächsten Tag die ersten Untersuchungsergebnisse bespricht, spitzt sich die Lage besorgniserregend zu. Der Patient hat unerträgliche Kopfschmerzen. Seine Freundin ist bei ihm. Warte mal, ich mach den mal eben. Wir mal kurz raus. Ne? Wir müssen einmal schnell schauen. Vorsicht, der hat sich übergeben. Okay, gut. Einmal gucken. Na, gucken Sie uns einmal kurz an. Ja? Tief eine ausatmen. Ich kann euch nicht hören. Haben Sie Kopfschmerzen? Was hat er denn?
Moment, wir müssen erst mal schauen, bitte. Ja. Kommen Sie mal, wir müssen erst mal gucken. So. Meinen Sie, dass Sie gehen können, ja? Wir stützen Sie ein bisschen. Einmal aufstehen. Wir machen das ganz vorsichtig. Vorsichtig mit dem Fuß. Genau. Pass auf, dass Sie auf, ich halte Sie. Ja? So. So, einmal jetzt ins Bett. Vorsichtig, Sie haben es gleich geschafft. So. Puh. So. Einmal hinlegen, vorsichtig mit dem Fuß. Einmal hochrutschen, wenn das geht. Herr Nocken, was ist passiert? Kopfschmerzen. Ganz akute Kopfschmerzen gehabt? Auf einer Seite oder ganz? Ja, wir saßen hier und dann ist er auf einmal losgestürmt und hat gespuckt. Machen Sie mal die Augen auf. Ich will da mal gerade einmal reingucken. Lassen Sie mal die Augen auf, bitte. Augen auflassen, okay? Da ist jetzt nichts, ne? Also das putzt. Aber einen Schwindel hatte er auch wieder. Ja, also das ist ja schon mal vorgekommen, ja, ja, ne? In der Sauna. Da waren wir das erste Mal gewesen, weil wir ein Wellnesswochenende jetzt eigentlich haben wollten. Also das kann natürlich zum Saunabesuch passen, aber auffällig war ja, dass es eben auch im Einleitungsraum aufgetreten ist, ne? Und wir haben das ja jetzt kardiologisch abgeklärt. Mit dem Herzen ist da nichts. Aber im Bereich vom Kleinhirn scheint da eine Veränderung zu sein. Das heißt, was für eine Veränderung? Ja, die das erklären würde, dass sie halt, dass er halt diesen Schwindel bekommen hat und eine Gehstörung, Augenzittern, wie das vom Anästhesisten beobachtet wurde. Also da müssen wir einfach mal gucken, dass wir... Ataxie oder so, könnte ich mir vorstellen. Das ist einfach eine Art Gehstörung und was dann durch bestimmte Faktoren hervorgerufen wird. Wir sollten mal schnell gucken, Moment, mein Telefon vom Neurologen. Ja. Ja? Ja. Ja. Warte mal. Ja, hallo? Ja, genau, das ist die Neurologie. Warte mal kurz. Ja. Ataxie sagen... Ja, Ataxie sagen Sie auch. Ja. Ja, das würde auch passen. Das hatten wir uns auch gerade schon gedacht. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Die episodische Ataxie ist eine erbliche Erkrankung, die durch vorübergehende Erregungsstörung im Kleinhirn verursacht wird. Im MRT konnte man dann den sogenannten Kleinhirnwurm verkleinert, also atrophiert sehen. Und dieser Kleinhirnwurm ist für die Regulation des Gleichgewichts zuständig und für den reibungslosen Ablauf von Gehen und Stehen. Geschätzt tritt die Ataxie, also eine Störung der Bewegungskoordination, bei 20 von 100.000 Einwohnern auf. In einer Stadt wie Köln dürfte es also 200 Betroffene geben. Schwindel ist oft das erste Anzeichen. Machen Sie das regelmäßig mit der Sauna? Nee, nee, das war unser erster Besuch. Genau. Ach, das war der erste Saunabesuch. So, also es gibt verschiedene Triggersituationen. Ja, dazu gehört unter anderem Stress, körperliche Anstrengung, Alkohol. Also diverse Sachen, aber unter anderem eben auch Hitze. Und wie kann man das jetzt vorbeugen oder was kann man dagegen jetzt tun? Also das Allerbeste ist natürlich, wenn man das rausgefunden hat, dass man natürlich diese Trigger, diese auslösende Situation vermeidet. Und ich werde mich auch noch mal mit dem Neurologen besprechen, ob wir eventuell einen Medikamentenversuch machen. Das müssen wir mal sehen. Und die muss er dann dauerhaft nehmen? Ist das dann was Schlimmes jetzt? Oder gar nicht mehr in die Sauna? Also, darauf sollten Sie verzichten. Und ich denke, Sie bleiben noch ein paar Tage hier. Und vielleicht könnten Sie auch Ihre Familie da mal informieren. Also das wäre eigentlich ganz sinnvoll, dass man zum Beispiel, dieser Onkel, die Eltern, dass man bei denen eben im Prinzip so eine Untersuchung macht, um rauszufinden, ist es genetisch bedingt oder nicht. Ja? Ist das auch heilbar alles? Also heilbar in dem Sinne, wenn Sie halt Ihr Leben entsprechend drauf einstellen, ja, also keinen Saunabesuch mehr. Also und dauerhaft dann auch die Medikamente? Das muss man mal gucken. Also ich bin ziemlich sicher, also die motorischen Anfälle, die werden, wenn er diese Noxen oder diese Trigger vermeidet, nicht mehr auftreten. Okay.
Der Verkäufer konnte die Klinik 10 Tage später verlassen. 3 Monate nach seiner Fuß-OP konnte er schon wieder beschwerdefrei gehen. Um einen weiteren Anfall mit motorischen Störungen zu vermeiden, kommt ein Saunagang für ihn nicht mehr in Frage. Eine Vererbung der Ataxie wurde nicht nachgewiesen.